Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Wir bauen hier gerade einen Fabrikationstisch und wie ihr rechts seht, werden wir gerade angegriffen von Jitterkens. Und zwar gibt es hier eine Belagerung und das ist in der Wüste ganz schön kacke. Vor allem die sind oben links hier. Von den Waffen her sind die eigentlich recht okay, wobei sind auch Nahkämpfer dabei, was ich jetzt nicht ganz so cool finde. Und wir haben vor allem Froschkönig gerade nicht am Start. Da müssen wir also echt mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, haben sich alle angezogen. Wir haben übrigens auch für alle jetzt hier den Schildgürtel, ne, auch für Ace. Ah, die bauen sich genau dahinter auf. Oh, das ist überhaupt nicht cool. Und da fliegt auch schon das erste Ding, wahrscheinlich schießen sie auf Froschkönig. Ist für uns eigentlich gut. Das ist eigentlich ein guter Screenshot hier, ne? Genau, das nehmen wir. Weniger lustig ist hier die Tatsache, dass Meißelmann so eine halbe Ewigkeit braucht. Nämlich gar nicht geil. Jetzt greifen sie aber auch an. Aber wir können mal eben kurz gucken, ob einer von denen irgendwie gut ist oder uns was bringen würde. Nachteule schießwütig. Ah. Eher nicht so. Wobei die sind ja Nahkämpfer, bringt uns nichts. Jogger, Misandrie. Die hassen alle Frauen oder Männer. Irgendwas ist immer. Ihr seid alle Kacke, wisst ihr das? Der ist unsozial. Ey, das kannst du alles vergessen. Die Nachteule ist auch nicht so toll. Ja, irgendwas ist immer. Wen haben wir hier? Ist ja noch schlimmer. Bitte was? Warum? Ja, es sind 13 Leute. Ich hab doch hier schon... Mann. Wir greifen nur... Wir haben die Geschütze, vielleicht bringen die was, aber ja, jetzt müssen wir auch sofort zurück, wir haben gar keine Zeit. Wir können kaum... Ja, Crazy ist sogar down. Alter. Und Froschkönig ist immer noch angepisst. Ey, das kann doch nicht angehen. Ich weiß, was wir gleich machen werden. Was wir tun müssen. Wir haben gar keine Wahl. Wir haben
haben keine Wahl, Leute. Wobei Henry ist gerade nicht so wichtig, Luca ist auch nicht so wichtig, Meißelmann ist wichtig. Ace Bean, linkes Ohr ist weg. Okay. Gut, Ace Bean ist auch ziemlich. Ah, die werden Schaden anrichten, das sage ich euch. Die können gar nicht entflammt werden anscheinend. Gut, die Leute sind soweit fit. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was ich jetzt tun muss. Na, die dürfen das nicht. Er glaubt an irgendwas anderes. Naja, mit dem Gorgeous, das war, glaube ich, die Person, die das nicht mag, ne? Ace Bean, ja. Der hat mich momentan noch einen anderen Glauben, leider. Ich sagte ja, die werden Schaden machen. Die werden richtig Schaden anrichten. Es ist gerade egal. Henry ist wichtig. Ace eigentlich auch, aber Abstinenzler, Kacke. Okay, wir haben die anderen auf Drogen. Oh, seht ihr, wie die abgehen? Wir haben ein bisschen Feuer. Es ist noch alles im grünen Bereich. Das hier kann sowieso nicht kaputt gehen. Es ist noch alles im grünen Bereich. Alles ist noch in Ordnung. Die haben schon ein paar Leute verloren. Immer noch alles im grünen Bereich, auch wenn es sehr, sehr unschön ist. Immer noch alles halbwegs gut. Halbwegs wohlgemerkt. Yes, okay. Das ist uncool. Das ist richtig uncool. Ich hoffe, dieses dumme Arschgesicht läuft da nicht rein. So. Oh, verpisst euch bitte. Ohne Scheiß. Und diese verkackte KI, ne?
Jetzt haben wir das schon mal fertig, sehr gut. Ja, crazy. Ist okay. Diese ganze Folge ist ein Desaster. Wir müssen mal eben kurz wirklich gucken, dass wir hier die wichtigen Sachen gelöscht bekommen. Das hier ist egal, das ist nicht so wichtig. Das hier ist wichtig. Ace, komm, lösch das fucking Feuer. Ohne Witz. So schwer ist das nicht. Please. So, behandeln den Meißelmann bitte. Keine Infektion, die kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Dankeschön. So. Das sieht scheiße aus. Wir haben viel verloren. Wir haben das hier verloren. Zwei Überfälle, Alter. Nee, eine Belagerung und ein Überfall. Aber hey, wir haben zwei Mörser. Das ist eigentlich, das ist cool. Das ist eigentlich ganz nett. Wir können die auch einfach in Beschlag nehmen, versetzen. Hat sich eigentlich gelohnt. Also auch wenn RimWorld uns mal wieder richtig hart rangenommen hat. So an sich war das nicht schlecht. Nur haben wir jetzt keine Betten mehr. Bzw. ein Bett fehlt. Das ist Kacke. Und Crazy ist ein bisschen angepisst. Das kann ich verstehen. Und wir haben irgendwas verloren. Wahrscheinlich Pollux-Samen, so wie ich mein Glück. Nee, die guten Sachen sind noch da. Wir haben wahrscheinlich so an anderen Stuff verloren. Ich weiß nicht, was wir genau verloren haben, aber wir haben sicherlich irgendwas verloren. Und ja, das ist gar nicht gut. Das müssen wir mal eben ganz schnell beheben. Nein, 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 nein. Nein, du verstehst nicht. So, das ist schon mal gut. Das wurde behoben. Das da ist ebenfalls kaputt. Muss auch schnell behoben. Ich hasse es so sehr. Das muss halt mal hier per Hand, ne? Aber hey, die haben nichts wirklich kaputt bekommen von den wichtigen Sachen. Deswegen baue ich die auch immer ein, damit sowas halt nicht passiert. Weil jetzt können wir relativ schnell uns wieder aufbauen. Die wichtigen Sachen sind alle noch da. Das Ding ist auch drinne. Eine gute, konstante Stromquelle. Uns geht's gut. Das Essen ist noch da. Aber wir haben da trotzdem gerade. Ach, deswegen. Ach, deswegen. Ja gut. Das ist nicht so schön. Das müssen wir auch mal eben machen. Henry Schwent. Einmal bitte hin. Normalerweise braucht man das da drin nicht, aber wie ihr gesehen habt, ist es nicht verkehrt. Da.
Alter, war das knapp. Seht ihr das, wie knapp das war? 5%. Das war ein Raid. Das war hart. So. Ich möchte dann gerne die Folge beenden. Ich bin für heute durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie ich am Leiden war. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.